ich habe dich noch nie so aufgeregt gesehen, wie in dem Moment, wo du da rein bist und Julie Delpy getroffen hast das erste Mal. Muss, es gibt ja so aufgeregt und aufgeregt, das ist auf so eine sympathische Art aufgeregt. Du warst so, auf einmal, wenn man dich jetzt nicht kennen würde, würde man denken, so, du triffst Meet and Greet mäßig Julie Delpy. Aber ich bin ja auch, Mann, das macht mich auch aus, ich bin auch Fan. Hello. Hello. How are you? Hey, I'm fine, how are you? Good to see you. Absolutely. Hey. So how are you? Good. I'm a little bit nervous. Oh, okay. I hope you're too. No, no, I'm not nervous. Okay. I'm sorry. Das war wie so ein Blind Date oder so. War ja ein Date letztendlich. Ja, ja, let's face it. Das ist ja auch das, was durch die Nacht ausmacht. Für mich, wo als du gesagt hast, dass du in Transsilvanien den Marathon laufen wirst, wo ich dachte so, fuck, das sind so Sachen, wo da würde man sich manchmal wünschen, dass man es wüsste. Das haut man dann einfach so raus. Sind das so Sachen, wo man sich dann auch wünschen würde, dass sie dann davon beeindruckt ist? Also wo man so eine ganz natürliche, normale Ebene hat? Naja, sie war von nichts beeindruckt, was ich gesagt das ist mal gucken. Ja, ja. Die war von geil, die beiden. Genau, die war unbeeindruckbar. Well, the next movie I do, I might direct a film in Romania. In Romania? In Romania. That's cool. I go to Romania in a couple of weeks. Oh, really? Mm-hmm. What for? What are you going to do? I go go running a marathon there. Oh, really? Transylvania marathon. That's the reason why I go there. Dracula marathon. The Dracula marathon. Yeah. Well, actually, my script is based on the script. Do you know about Elizabeth Bathory? Ich habe das zugesagt, weil ich die Frau interessant fand, weil ich ihre Musik auch gut fand. Und ich habe da, das dann so auch genossen. So. Und ich war dann, dass wir... Ich habe ihr meine E-Mail-Adresse gegeben, sie mir nicht ihre. Jemand gemeldet? Auf gar keinen Fall. Ja.